Servus, ich wollte euch jetzt noch ein allerletztes Mal nerven. Und zwar geht es jetzt um die Catrice, wie heißt die LE? Moment, Out of Space LE, weil so vielen LEs bin ich ja mittlerweile durcheinander. Ja, von der habe ich irgendwie auch nichts gewusst, wie von den anderen, aber okay. Als ich sie dann in Müller entdeckt habe, war sie schon ziemlich abgegrast. Und das, was ich an diesen gebackenen Lidschatten haben wollte, war alles schon weg, bis auf zwei. Der eine silberne und der hier. Ich hoffe, man kann das so irgendwie sehen. Die sind total schön und ich mag ja so gebackene Lidschatten. Und ich finde ja auch, dass die Pigmentierung gar nicht so übel ist. So sieht die Farbe aus. Und so, dann habe ich mir noch gekauft den Gel Eyeliner. Das ist die Nummer 1002 Houston's Favorite. Der ist blau und die Farbe ist wirklich wunderschön. Moment, ich muss mal eben meinen Pinsel aufheben. So. nur finde ich sie etwas trocken. Ich dachte ja zuerst, es liegt an dem Blauen, dass ich vielleicht irgendwie ein Montagsprodukt erwischt habe. Aber der andere, den ich mir geholt habe, ist irgendwie auch ziemlich... Hä? Jetzt ist er nicht mehr trocken. Okay, dann ist das nur die oberste Schicht, die irgendwie so trocken war. Alles klar, hat sich gerade erledigt. er ist wunderbar. Die Farbe, Moment. Sieht so aus. Irgendwie ist das Licht nicht so gut gerade, merke ich. Und der zweite ist die Nummer 1003 Silvers Shuttle. Der sieht so aus. Und den switche ich euch daneben. Achso, der Pinsel war übrigens auch aus der LE. Der hatte einmal so und einmal so. Und ich sage es jetzt nochmal, alle Produkte und Preise unten in der Infobox. Also einmal klicken bitte. So, dich mache ich hier hin. Und ich habe die zwei schon probiert als Base zu benutzen und das funktioniert auch wunderbar, weil wie gesagt, als ich die aufgemacht habe, waren die irgendwie sehr trocken und dann habe ich gedacht, okay, das kriegst du so nicht aufs Auge und habe es dann als Base versucht und klappt auch prima. So, und das ist oben drüber der zweite, ich hoffe, man kann es irgendwie sehen. Dann habe ich mir noch zwei Sachen gekauft und das wären die zwei Lippenstifte. Einmal die Farbe 1001 My Milky Way, der so aussieht. Und einmal die Farbe 1002 Discover Purple Pluto. Der sieht so aus. Und ich swatch die euch mal hier hin. Und das sind so zwei schöne Lippenstifte und ich finde den helleren mag ich aber lieber als den dunkleren, deutsche Sprache, schwere Sprache. So, ich hoffe, man sieht was. Also die schimmern total schön und ja, das war es. Ja, das war alles. Wie immer, lasst uns kommunizieren, schreibt mir, was auch immer und aua. Au. Das hat mir jetzt wehgetan. okay, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis dann, ciao.